Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich muss den Ton mal gerade leiser machen. Zurück zu Let's Play New Super Mario Sunland. Und ich habe wieder Probleme mit Gamepad. Ich will mich dem mal eben widmen. Und dort, obwohl. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte ein Power-Up haben und dann möchte ich weiterspielen. Ich möchte jetzt weiterkommen. Fürs erste Mal. Wir können uns ja zum Ziel setzen, dass wir einfach später die restlichen Sterndinger holen. Obwohl das doppelt gemoppelte Aufwand wäre. Mal sehen, ob ich mich auf einen 100% Run einlasse. Weiß ich noch nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ist das jetzt eigentlich das erste Level von Welt 3 schon an sich? Rein logisch gesehen sollte es das doch sein, oder? Ich war schon, dass ich da oben komme. Kann man blocken? Nö. Okay. Oh Gott. Jetzt fangen die Gegner an aufzudrehen. Oh nein, was für eine Power-Verschwendung. Scheiße. Wusch. Plopp. Hüpp. Na komm, geht raus. Scheiße. Aber schön, so kriege ich direkt wieder gute Laune. Nee, Stage 7 ist es, alles klar. So, kleine Pilz. Und dann rattern wir durch. Moment mal, dann war TV noch nicht der Endboss für Welt 2, so gesehen. Wenn das TV war. Es waren ganz viele kleine Häschen. So viel ist sicher. Und Häschen gleich TV oder Riesen. Ach, schade! Mano! Diesmal interessiert mich der rote Stern einfach mal gar nicht. Denn ich habe sowieso schon einen ausgelassen gerade, oder? Weiß ich nicht, jetzt auch egal. Guck mal, da kann ich nicht auch einfach... Oh Gott, bin ich doof. Alter. Alter. Ach, das... Oh, das sind keine Chilnofeen. Ich hatte diese zwei Flügel am Rücken für drei Flügel gehalten. Und wegen blauen Haaren und so ein Scheiß. Habe ich mir dann gedacht, ey, das passt doch super, das sind Chilnofeen. Eigentlich ist das doch gar nicht mal schwer, das ist hier verdammt nochmal gerader Untergrund. Und Gegner, die auf mich zulaufen. Warum zur Hölle verscheiße ich denn hier so? Warte mal, kann ich vielleicht den Typen hier da so gegenwerfen? Ja, kann ich, okay. Aber wie gut, dass ich dabei meinen Power-Up verloren habe. Und ich habe auch... Was? Ich habe schon einen roten Stern übersehen? Wo denn? So. Zack. Ja gut, dann werde ich wohl mal gucken, was da oben drin ist. Obwohl, nee, ich habe keine von diesen Typen hier in der Nähe. Drüber da. Warum sind hier überall diese Jonglagefeen? Das ist so ätzend. Gib mir Power-Up. Nein? Du mir Power-Up. Nein. Okay, aber zumindest den Stern konnte ich wiederholen. Wusch! Oh oh. Sieht das aus, als gäbe es jetzt eine komplette Wasserwelt. Ich habe keine Lust drauf. Oh Mann! Also, wenn wir jetzt eine komplette Wasserwelt... Oh Gott! Warum? Das sind viel zu viele. Wer hat diesen Generator programmiert? Das sind so viele. Ich kann schwimmen. Warte, durch die Plattform kann ich... Ah, okay, ich kann durch. Okay, sie sah eben so unfassbar fest aus. Ach, leck mich. Okay. Begeben wir uns zurück in Welt 2. Suchen dort auf der Strecke gebliebene Sterne. Hier zum Beispiel. Das könnten wir jetzt mal direkt machen. Ich meine, hier sind nicht allzu viele Sterne übrig, um nicht zu sagen nur noch drei. Und ich glaube, alle gesehen zu haben. Den da oben habe ich bereits. Wo? Oh. Jetzt kommt es quasi nur noch auf zwei Stück an. Leck mich am Arsch.
Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass... Ach, ja, ich Genie. Geniusly! Wow. Und ja, Geniusly ist ein Wort. Ganz klar. Wow. Wow. Alles klar, Rückweg. Ich bin ja nicht hier, um das Level zu spielen. Ich bin hier, um die Sterne zu finden. Oh. Diese Jonglage fehlen, die nerven mich. Vor allem, wenn die sich dann auch so feige und verwundbar machen. Klappe die 10. Muss auch auf mein Leben ein bisschen aufpassen, denn ansonsten bin ich gleich auch mal ganz gerne Game Over. Usch. Braucht euch. Stirb. Warte mal. Ah, nee, nee. Viel besser. Ach, was? Ich komme da nicht dran ohne ein Power-Up. Na, großartig. Ich hab gleich gar keinen Bock mehr drauf hier. Komm nicht in die Tüte. Kaufe ich mir erstmal ein Safe und ein paar Leben. Warte, hier habe ich alle Sterne bis auf 2. Hier habe ich sehr wenig Sterne. Hier habe ich, hier fehlt mir ein Stern. Hier fehlen mir 5, 3, 7. Nee, doch, 7. Wow. Meister in Blitzzellen. So. One-Up. Rhabarber. Shave. Alles klar. So, dann, komm, gucke ich mich erstmal hier um eben. Nach den haufenweise, tonnenweise Sternen, die mir fehlen. Oh Gott! Dieses unachtsame Spielen, das ist schrecklich. So, gehen wir hier auf den Geist. Ist hier noch einer drin? Jawohl. Großartig. Wusch. Ja, okay, ich lasse die Sterne da hinten jetzt einfach mal Sterne sein. Moment. Ach, ich glaube nicht, dass es so ist. Da unten sind zwei Sterne, die wir uns noch nicht geholt haben. Hier ist ein Power-Up. Wenn es das jetzt war, bitte Dankeschön. Bitte danke, bitte danke. Wusch. Na, schade. Dieses grauenhafte Gameplay. Mhm, ja. Das fällt. So. Nein. Jawohl! Okay, alles klar. Umgerutscht. Wirf du nochmal hoch eben, zur Sicherheit, dass ich auch über dich drüber komme. Was knapp genug war eben. So. Hier darf ich klein bleiben. Hier sind auch keine Gegner am Weg. Von daher sollte das nicht so schwer sein. Denn ich muss hier gleich noch einmal durch eine kleine Lücke latschen. Und wenn ich da nicht klein bin, dann komme ich auch nicht durch. Ist logisch. Junge! Minimalste Hitbox. Der Hammer. Aber gut, was will man erwarten? Ist ein Toro-Dojin. Da darf man keine allzu großen Hitboxen einbauen. So, dann gehen wir jetzt hier auch mal links lang. An den Kopf damit. Gegen die Schläfe gedonnert. Ach ja, genau. Hier habe ich alles bis auf... Ich habe keine Lust auf das Schloss. Ich bin unkonzentriert. Nee, nö, nö, nö. So, hier fehlen uns relativ spät erst Sterne, das heißt, ich muss trotzdem aufmerksam sein. Wenn die Möhre holen, Möhre! Ajo! Das ist nichts von Belang, okay. Worin kann man da mal kurz alle durchgucken, ob vielleicht irgendwo was ist. Ich meine, irgendwas muss ich ja übersehen haben, ganz offensichtlich. Hier habe ich die zwei Dings, ist hier vielleicht noch was? Nee, nee, nee. Okay. Hier vielleicht. Warum springst du denn nicht, wenn ich drücke? Danke. Okay, hier auch nicht. Schade. Oh. Es ist so knuffig. Okay, aber ich denke, ich kann das einfach ignorieren. Und dann ist da nichts.
In den Boxen vielleicht irgendwo. Außer tausenden Sternen. Milliarden davon. Wusch. Den habe ich schon, okay. Vielleicht dort rechts. Wo ich allerdings auch, glaube ich, schon war und auch mit Sicherheit nochmal leicht wieder hinkommen werde. Hier war nur ein Power-Up drin. Ja, fast, da bin ich mir sicher, denn das ist dieser Block, auf den ich so merkwürdig schlecht draufkomme. So, jetzt müsste ich allerdings gucken, ob ich vielleicht einfach nur in diesem Geheim... Warte, ich kann doch hier einfach auch zurückgehen. Und das ist doch jetzt relativ kurz vom Ziel, oder? Ja. Okay, hier ist kein roter Stern mehr. Ja. Na komm, Mist. Ach, schade. So. Jetzt ist es auch gut, dass ich das Power-Up hier noch nicht mitgenommen habe, denn dann kann ich das jetzt noch daraus ziehen. Komm runter. Dankeschön. Och Mann, das gibt's doch nicht. Ich werd bekloppt. Ich bin ja jetzt nicht ernsthaft zu doof für diesen scheiß Sprung. Nur noch kurz nach 100 Sekunden. Ey, das gibt's nicht. Das ist kein schwerer Sprung. Ich muss da nur zwei mit diesem Kack-Propeller machen, fertig ist. Wusch, wusch. Geht doch. So, jetzt rein doch. Ach genau, ach, hier ist das, richtig. Ja, okay, alles klar. Hier ist ein Stern. Wusch. Wo ich mich letztes Mal gefragt habe, wie soll ich da hinkommen? Und jetzt müsste hier... Oh Gott, den habe ich schon. Großartig. Aber hier oben ist doch, meine ich, noch... Ja, einer zumindest, alles klar. 30 Sekunden. Oh Gott. Das ist alles nochmal spielen! Weil mir in der letzten Sekunde die Zweifel gekommen sind. Sogar buchstäblich in der letzten Sekunde oder in den letzten zwei Sekunden. Aber gut, dann weiß ich jetzt zumindest, worauf ich achten muss und was mir scheißegal sein kann. Zum Beispiel können mir gigantische Passagen, die ich eben vollständig abgesucht habe, jetzt einfach scheißegal sein. Wie beispielsweise dieses Zeug da oben. Ups. Komm, das schaffe ich. Geht doch. Zack. Zack, das war notwendig. Und zwar vollkommen. So, und jetzt sind wir auch schon fast wieder da. Es ist noch immer ungünstig. Ich nehme auf. Nee, das ist unten. Jetzt geht er rein. So. Zack, 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 zack. Oh. Nicht dadurch. Ich möchte das Power-Up behalten. So. Hier entlang. Bam, 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 bam. Jawohl. So. Die Sterne da oben drin sehen wir jetzt mal gerade. Total Wumpe. Und dieses Geräusch war eine Flasche Milch. So. Mal gucken. 13 Minuten. Dann können wir nochmal gerade gucken, ob wir... hier den Dingens-Exit vielleicht mal eben machen können. Das ist doch dieses... Ach, Scrolling-Level, oh. Ich dachte, das wäre das Höhlen-Level. Ja, jetzt habe ich ja natürlich keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh, oh. Beziehungsweise, wo ich schon lang gegangen bin. Schier. Naja, ich werde sehen. Fehlen hier auf jeden Fall auch noch drei Sterne, dementsprechend müsste ich sowieso nochmal rein. Nur habe ich jetzt halt gerade mal so ganz spontan keinerlei Ahnung, wo hier der Secret Exit ist. Das ist ja quasi das, was maßgeblich stinkt. Ja. Aber dafür ist das Lied mörderfett. Kann ich ja mal mitnehmen, so weil es geht. Hier oben. Ja, genau. Das war das. Richtig. So.
Gibt es hier eine Möglichkeit, mich selbst zu verletzen? Nein, scheint nicht so. Wie zur Hölle soll ich dann an den Stern da hinten dran kommen? Ach so. So, okay. Kamikaze. Kamikaze, wer ist mit Gar? Oh nö. Oh nö! Nein, 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 nein! Dumm! Mädchen im blauen Gewand, lass dich von mir bespringen. Hoppla. Wusch, boing. Zip. Und auf hier. Wusch. Und hier das zweite. Ah ja, schön. Okay, wird man quasi halt mit Power-Ups erstmal vollgeworfen. Um nicht zu sagen, angeschissen. Wow. Ich bin zu schnell für das Scrolling-Level. Jetzt ist das Level zu langsam für mich. Was an sich beides dasselbe war, aber gut. Jetzt sind mir die Sterne da unten auch mal eben gerade total egal. Obwohl, na gut, so ein roter Stern bringt 500 Punkte. Das ist schon etwas. Und man kommt ja auch immer noch easy drüber. So, diesmal eventuell besser. Idiot! So. Kann ich... Ah ne, ich werf das da automatisch dann drüber aus Versehen. Beziehungsweise heißt aus Versehen, ich werf's halt da drüber. Wenn ich das Power aktiviere. Viel zu früh gesprungen. Viel zu früh. Ich würde aber ganz gerne meine Flugfähigkeit danach wiederbekommen. So ein Zeug, ne? Letztes Leben. Idiot. Und direkt schon das Power-Up vergeigt. Oh Gott. Schrecklich. Nein. Verdammt. Das macht das Ganze ja sogar anspruchsvoll. Leck mir am Arsch. Zack. Zack. So. Bunny. Hallo. Boing. 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 Obwohl, warte, ich... Ah, ich kriege einen Flugpower-Up noch. Ja. Ah, nur weiß ich jetzt gerade gar nicht mal, ob ich überhaupt bis dahin kommen kann ohne das Flugpower-Up. Ich weiß nicht, ob ich über diesen Hügel da... Ne? Wisst ihr schon. Doch, das geht. Okay. Und hier, wenn ich jetzt nicht alles vergeige, sollte ich ein Möhrchen kriegen. Möhrchen, Möhrchen. Alles klar. Wusch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.